Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute wollen wir euch 10 Arten zeigen, wie ihr euren Übersteiger bzw. eure Schere verbessern könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Ball. Wenn euch das Video gefällt, gebt uns bitte einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Bis dann. Bei der ersten Übung lässt du den Ball auf der Stelle liegen und bewegst abwechselnd deine Beine von außen nach innen um den Ball, so wie man es beim Übersteiger tut. Wichtig ist, keine Zwischenschritte zu machen, um einen flüssigen Bewegungsablauf zu erzeugen. Mache diese Übung für 3x 30 Sekunden. Auch für diese Übung lässt du den Ball auf der Stelle liegen, gehst nun aber von außen nach innen, also mit der Schere um den Ball. Verlagere dein Körpergewicht, wenn du das Bein absetzt. Mache auch diese Übung für 3x 30 Sekunden. Bei dieser Übung spielst du dir den Ball zur Seite, bevor du den Übersteiger machst und den Ball mit der Außenseite zur anderen Seite rüberspielst, um auch dort den Übersteiger zu machen. Achte darauf, dir den Ball mit ganz leichten Kontakten zur Seite zu spielen. Mache die Übung 3x 30 Sekunden. Bei dieser Übung spielst du dir den Ball mit der Innenseite nach innen, um anschließend direkt dein Bein von innen nach außen um den Ball zu führen und das gleiche auf der anderen Seite auszuführen. Wichtig ist, deinen Fuß nach dem Kontakt mit der Innenseite nicht abzusetzen, sondern direkt das Bein von innen nach außen um den Ball zu bewegen. Mache diese Übung 3x 30 Sekunden. Für diese Übung spielst du dir den Ball mit der Außenseite seitlich raus, um dann mit dem anderen Fuß die Schere zu machen und das gleiche auf der anderen Seite auszuführen. Achte auf leichte Kontakte mit der Außenseite und mache diese Übung 3x 30 Sekunden. Bei dieser Übung führst du dein Bein von innen nach außen um den Ball, um ihn dann mit dem Croqueta-Move mit auf die andere Seite zu nehmen. Mache auch diese Übung für 3x 30 Sekunden. Diese Übung ist koordinativ ein wenig anspruchsvoller. Du ziehst den Ball mit der Sohle auf die andere Seite, stoppst ihn dort mit der Sohle des anderen Fußes und machst die Schere, bevor du den Ball wieder auf die andere Seite ziehst. Mache diese Übung 3x 30 Sekunden.
Für diese Übung spielst du dir den Ball mit der Außenseite seitlich raus, um dann den doppelten Übersteiger auszuführen. Achte darauf, den doppelten Übersteiger immer mit dem Ball entfernten Bein zu beginnen, um den Ball zur richtigen Seite mitzunehmen. Auch diese Übung kannst du 3x 30 Sekunden ausführen. Bei dieser Übung spielst du dir den Ball mit der Außenseite seitlich raus und stoppst ihn mit der Sohle des gleichen Fußes. Dann machst du mit dem gleichen Bein den Übersteiger und nimmst ihn auf die andere Seite mit. Mache diese Übung 3x 30 Sekunden. Für diese Übung spielst du dir den Ball mit den Sohlen abwechselnd auf die andere Seite. Nach jedem Kontakt mit der Sohle bewegst du dein Bein direkt von innen nach außen um den Ball. Auch diese Übung kannst du 3x 30 Sekunden ausführen.